Wir sind heute hier an der Universität in Dortmund und haben verschiedene Gespräche geführt mit Studierenden, mit anderen, um uns zu erkundigen, wie der Studierendenberg sich auswirkt auf die Universität, welche Probleme es gibt und in welchen Bereichen man noch was tun muss. Die große Chance ist, dass der Studierendenberg sich wirklich zu einem Studierendenhochplateau entwickelt. Und deshalb geht es darum, deutlich mehr Studienplätze zu schaffen. Da haben die Grünen der Landesregierung viel bewegt. Aber nicht nur einfach Studienplätze, sondern mit Qualität und mit guter sozialer Infrastruktur. Also gute Beratung, schnelle Bearbeitung von BAföG-Anträgen, das muss hier in Dortmund besser werden. Und die ganze Frage von Studiengebühren hat auch eine Rolle gespielt. Die Abschaffung, die die Grünen in der Landesregierung erreicht haben, wird hier als Beitrag zur sozialen Öffnung verstanden. Deshalb macht hier Grün auch am 13. Mai den Unterschied. Wir sind Garanten dafür, dass Studiengebühren nicht wieder eingeführt werden. Bei Schwarz-Gelb ist es zu befürchten, dass sie wiederkommen. Deshalb ganz klar für mehr Studienplätze, für eine bessere soziale Infrastruktur und Studiengebührenfreiheit die Grünen. Studierende sind eine große Chance für das Land, für die Stadt auch insgesamt. Wir brauchen mehr Plätze, an denen Studierende auch wohnen können, nach Dortmund zuziehen können. Das ist eine Bereicherung für die Stadt, für viele Stadtteile auch, die dadurch ein neues Gesicht gewinnen können. Dafür wollen wir uns einsetzen. Wir brauchen dazu aber eine starke Landesregierung, die das begleitet. Eine Landesregierung mit starker grüner Beteiligung, denn auch da macht Grün den Unterschied. Und darum am 13. Mai Zweitstimme Grün.